Ho, 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 ich bin zurück und damit endlich wieder Qualität vor der Kamera. Die kommt auch im Dezember zurück in die Kinos. Und zwar bringt uns der gute Todd Haynes, ein gefeierter Independent-Regisseur, den guten Film Carol in die Kinos. Ein in den 50er Jahren von Amerika spielendes Lesbendrama, in dem frei nach dem Motto, was, mach was immer du wolltest, die gute Rooney Mara eine Ladenhüterin spielt, die sehr, sehr gerne in die obere Schicht aufsteigen würde. Was geschieht? Sie verliebt sich in Kate Blanchett, eine etablierte, elitäre Frau, die zu dem allen Missgunsten auch noch verheiratet ist. Kleines Problem, aber so werden gesellschaftliche Konformitäten gebrochen und wir sehen eine schöne Dreiecksbeziehung, die in großem Chaos ausartet. Was nicht in Chaos ausarten darf und was wir alle so sehnlich herbeigesehnt haben, ist die Fortsetzung von Star Wars! Unser Lieblingsweihnachtswichtel J.J. Abrams bringt uns Episode 7 The Force Awakens am 17. Dezember in die Kinoleinwände zurück. Wer sich umsonst und live ein großes Spektakel anschauen will, der fliegt jetzt am besten nach Amerika und gönnt sich dort die seit 10 Tagen bereits in der Schlange wartenden Supernerds, die nicht eher darauf warten konnten, diesen Film live zu sehen. Ich freue mich wie Sau darauf. Scheiß mal aufs Urheberrecht und sage für alle großen Fans, möge die Macht mit euch sein. Weihnachten. Eigentlich ja das Fest der Liebe und Gelassenheit, wo Freunde und Familie näher zusammenkommen sollen. Aber irgendwie klappt das in diesen Tagen nicht. Guckt euch mal um auf der Straße. Da rennen da gestresste Familienmütter so schnell wie es geht von einem Geschäft zum anderen, um nur später in stressigen Telefonaten Familienmitglieder zusammenzuführen, die eigentlich gar nicht unter dem Baum zusammensitzen wollen. Dann hat man den großen Stress, alle sind am Heulen und eigentlich ist nicht das, was wir am Fest der Liebe haben wollen, oder? Nerdstar hat für euch in solchen Tagen einen Rückzugsort gefunden. Geht doch mal wieder ins Kino! Was im Dezember läuft, das hat Nico, diese Person hier, in eloquenten Worten für euch beim neuen Hashtag Nico verpackt. Findet ihr unten links. Wer von euch aber schon weiß, dass diesen Monat nichts anderes als die glorreiche Fortsetzung von Star Wars seinen Weg in die Kinos gefunden hat und gerne dazu eine Meinung haben möchte, der klickt hier unten rechts und findet die Review von Marcy und Buddy. Mir bleibt nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein und ein frohes Fest.